Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags Locals. Und am vergangenen Montag war ich auf den Locals in Oddis Spielecenter und habe dort mit Flinken teilgenommen. Zusammen mit Sprite natürlich. Immer noch die beste Variante, wie man Flinke momentan spielen kann. Da gibt es jetzt nicht viel, was man anpassen wollen würde im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber es hat sich trotzdem einiges verändert seit letztem Jahr, weil als wir es damals gespielt hatten mit dem Flinken, wo wir auch den ersten Platz gemacht hatten, was super amazing war, wurde das Deck ja gar nicht so mit Flinken gespielt. Das war ja noch nicht so richtig auf dem Radar. Das wurde ja erst relevant mit Darkwing Blast und dann den weiteren Hits und Bandist-Sachen, die so passiert sind. Dass es sich jetzt in die Richtung entwickelt hat, dass es quasi Sprite eigentlich schon fast synonym ist mit Flinken. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, Flinke sind eigentlich eine coole Engine an sich auch. Aber wir haben das nochmal aufgegriffen, um nochmal zu gucken, okay, ist das Deck noch gut? Kann man damit noch einiges machen? Weil es hat ja einige Hits bekommen jetzt auch auf den letzten Bandists von der Sprite-Engine her. Und ja, ich bin damit auf die Logos gegangen, habe versucht, da mein Bestes zu geben. Das Problem war halt, boah, am Sonntag und am Montag war ich richtig dead. Also ich war richtig krank und war nicht ganz so in der Lage, halt mir irgendwie ein Deck anzulernen übers Wochenende, weil wir hatten ja wieder Back-to-Back-Locals, weil wir ja auch am Samstag auf Locals waren, ein Deck zu choosen, was komplizierter ist, weil ich dachte mir so, okay, das ist, glaube ich, das Einfachste, was ich jetzt zusammenbauen kann. Aber nichtsdestotrotz hat das ein bisschen meine Performance auch da entsprechend ja, beeinflusst. Vor allem gegen Ende, weil ja, 4 Runden Locals waren dann doch schon wieder ein bit much gewesen. Mittlerweile geht es mir ein bisschen besser, aber am Montag, ja, war das Beste, was ich rausholen konnte. Decktechnisches überhaupt irgendwas spielen kann. Denn wir müssen noch einiges vorproduzieren, weil jetzt fängt an die ganze Season mit Deutscher Meisterschaft, Europameisterschaft. Wir haben noch ganz viele Streams, die wir nebenbei machen werden, im Auftrag von Konami. Deswegen sind wir ganz schön beschäftigt. Aber nun, los geht's mit dem Deck und ich zeige euch, was das Deck alles so ja, verändert hat seit letztem Jahr. So, da sind wir und ja, das wird, glaube ich, ein relativ schnelles Video werden. Also, bei den Flinken spielen wir 3 Sonnenbarsch, 3 Biber, und zweimal den flinken Angler, mehr ist nicht benötigt. Was ich gemerkt habe, ist, dass aktuell in dem Format, wo halt so viele Handtraps sind, wo man halt oftmals seine Kombos irgendwie aufgehalten bekommt, der flinke Sonnenbarsch amazing sein kann. Wenn man durch viele Handtraps gespielt hat und dann Sonnenbarsch durch eine Battleface schicken kann, kann man ein ganzes Game drehen, weil die Advantage, die ein flinker Sonnenbarsch generieren kann danach, ist freaking insane. Also im Top-Decking ist das ein sehr guter Top-Deck, wenn man noch flinke Angler im Deck hat mit Targets. Die Karte hat mir sehr gut gefallen, weil es gibt halt nicht so viele Karten, die Gegner halt Handtrap-technisch schmeißen können, wenn das über die Battle-Phase geht. Und da wird es halt oftmals schwierig. Und im Grind-Game kann diese Karte echt das ganze Game drehen. Das hat mir plain einfach ein ganzes Game gewonnen. Einfach der Sonnenbarsch, wo man sich denken wird, okay, das ist eigentlich ein Brick Air in dem Deck, aber finde ich nicht. Also okay, ich habe ihn öfters mal irgendwie zweimal eröffnet, aber das war jetzt nicht so schlimm. Ja, sehr schön. Ansonsten unser guter Normal Summon für halt direkt für einen Rank 2 zu machen oder Link 2 und der Flink Angler als ja, Target, damit wir den Grave kriegen. Dann spielen wir bei den Sprites. Dreimal Jet, dreimal Blue, einmal Carrot, einmal Red und einmal Pixies. Ja, die Pixies haben wir letztes Jahr noch nicht gespielt. Ermöglicht halt sehr schnell OTKs, beziehungsweise die Karte halt ermöglicht auch sehr viel Defense und halt ein weiterer Extender. Und ja, ich habe mir so ein bisschen halt die Sprite-Listen letzten Monate halt nochmal so angeguckt, so wie Sprite sich die letzten Monate halt entwickelt hat. Und das passt eigentlich sehr gut rein, eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich hatte manchmal komische Hände, wo ich die beiden eröffnet habe, als One-Off-Source, das war weird. Jet und Blue sind halt necessary in der Menge, damit man halt einfach schön viel weiter extenden kann. Ja. Eigentlich an sich ganz gut. Das ist halt so die Standard-Ratio, da gibt es jetzt auch nicht viel dran zu ändern. Und dann habe ich aber hier drin gespielt, dreimal den Austauschfrosch. Es liegt nicht daran unbedingt, dass der halt jetzt so ein One-Card-Combo ist wie früher, sondern er ist halt eine der Karten, die halt aus der Hand den flinken Angler einmal triggern können. Er zusammen mit Angler ist halt amazing, weil man halt so viel Bait rauskriegt aus einer Karte und so viel Advantage, was ja sehr schön ist. Und man kann halt mit dem Austauschfrosch immer noch in Totally Awesome gehen. Dafür muss man halt, kommen wir nachher, wenn wir zum Extra-Deck dazukommen, ist es halt möglich über ihn einfach, wenn man ihn halt plus ein Rank 2 machen kann oder ein Link 2 besser gesagt, dann kann man schon direkt Totally Awesome machen, was sehr schön sein kann. Ist, und das ist halt ein sehr guter Zweier-Starter. Das Einzige, was halt blöd ist, wenn du ihn normalst und du kriegst Ogre drauf, da muss man schon wirklich irgendwie einen Starter haben, sonst kommt man gar nicht mehr rein. Dann Handjob-technisch habe ich 2 Ash,
2 Droll und 2 Nibiru gespielt, weil ich immer noch nicht sicher bin in dem Format, wo alles mögliche hier rumkreucht und fleucht, was eigentlich die sinnvollste Handtrap ist, wirklich die viele Matchups abdeckt, weil ich immer das Gefühl, mal ist die eine Handtrap besser, mal ist die andere, mal macht eine hier, da in dem Matchup nichts, dann macht die andere in dem nichts, deswegen habe ich gesagt, ich mache einen schönen Spread davon und wir verteilen das einfach. So, dann kommen wir zu den Spells. 2 Sprite Starter, weil die Karte auf 2 gegangen ist natürlich. Immer noch sehr wichtig als Extender. Manchmal sucht man sich die First Turn halt, damit man halt noch einen der Negates rausholt. Ansonsten will man halt eher die anderen Spells sich suchen. Das wäre halt Gamma Burst. Ist halt wunderbar going second. Also Sprite kann einfach OTK out of nowhere. Wenn der Gegner halt nichts mehr überlässt auf dem Feld, sobald man irgendwie ein Jet aufs Feld gespecialt kriegt und einen Burst holt, dann ist man meistens Game. Die Karte ist halt sehr cool. Und dazu halt den Smashers, das ist halt eine der eher Karten, die man halt sich suchen möchte mit dem Jet First Turn, damit man halt ein bisschen Interruption hat gegen bestimmte Karten vom Gegner. So. Dann weitere Consistency, 2-mal Topf des Wohlstands. War ganz gut, hab meistens das für 3, glaube ich, resolved, weil eigentlich ist es so konstant, das Deck, dass man die Töpfe ja manchmal braucht, aber halt auch nicht so deep. Man kann auch für 6 resolven, das habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal gemacht, wenn man bestimmte Going Second Sachen halt zum Beispiel einfach rausnimmt, Sachen so, die man dann banished, wenn man Going First geht, damit man halt überhaupt in welche Plays geht, weil ne, ansonsten kommt man ja eh nicht ins Game. Dann theoretisches Begegnis, das halt direkt entweder halt Swap Frog reinballern kann, was theoretisch möglich ist, wenn man Bock hat, oder halt auch eins der Sprite-Pieces, wenn man die irgendwie aus dem Grave wieder reborn kann, also hier in der Variante geht das jetzt nicht, aber wenn man irgendwie reborn spielen würde, wäre das theoretisch eine Combo. ansonsten ist es halt dafür, deine Flinken Angler reinzulegen. Dann Caught by the Grave hat mir gut gefallen als einmal Handtrap-Stopper, aber halt auch als Utility-Karte gegen bestimmte Matchups, war sehr flexibel. Dann haben wir Talents. Zweimal, ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen. Doch, ich glaube, einmal habe ich die, glaube ich, gesehen. Sonst eher weniger. War ein bisschen schade, weil ich habe so viele Handtraps gefressen. Also dieses Mal war ich auf dem Locals. Ich habe so viele Handtraps wie hier, habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gefressen. Und Talents war halt, wurde vermisst. Dann weitere Handtraps. 3-mal Infinite Impermanence bei den Traps zum, Abrunden. Weil die Karte ist halt, finde ich, sehr gut momentan halt gegen alles Mögliche. Und Sprite Kreuzfeuer, die halt quasi die zweite Smashers ist, man muss halt dann keine 2 Smashers spielen und man kann halt beide in einem Zug resolven und kann halt entsprechend 2 Interruptions haben und die Karte ist sehr schön, wenn man halt eine seiner Links oder Xyz Monster draußen hat und damit halt entsprechend gegnerische Monster einfach loszuwerden oder Plays zu unterbrechen. Dann Link technisch haben wir eine IP Mascarena. Zu den Targets kommen wir gleich. Dann spiele ich einen Sprite Sprint. Wird man sich denken, wahrscheinlich sollte man nicht eigentlich 2 spielen. Kann man definitiv tun, würde ich auch empfehlen, wenn man 2 Sprite Sprint vielleicht hat. Ich habe leider keine 2 Sprints, deswegen muss ich halt mit einem spielen, weil ich habe halt damals alles losgewonnen und ich hätte nicht gedacht, dass der wieder so viel in Relevanz zurückkriegen würde, dass man ihn wirklich auf 2 spielen will. Ist in diesem Deck meistens nicht erforderlich, weil entweder wird der flinke Angler halt durch einen Discard getriggert durch Austauschfrosch, wird gemillt durch theoretisches Begräbnis. Oder wird halt getriggert durch den Effekt von unserem Sonnenbarsch. Weswegen eigentlich ein zweiter Sprint hat meistens gar keine Targets mehr. Der einzige Fall, wo es halt wirklich auftaucht, was ich halt heute ja auch viel hatte, ist halt, wenn man extrem viel Handtraps abkriegt und irgendwie überhaupt nicht ins Game kommt und schon den Sprint benutzen musste, um halt wieder eine Handtrap zu baiten. Da kann dann halt ein zweiter Sprint nochmal ganz hilfreich sein für den Grind. Ob das jetzt aber eine andere Karte ersetzt, die ich eher gesehen hätte auf 2 als Sprint, weiß ich nicht. Das kann man nachher sich entscheiden. Man kann theoretisch auch, also es gibt halt sehr viel Flexibilität, was man hier linktechnisch macht. Da haben wir nochmal dann Bucinki Ahashima. Das ist die Karte, die ermöglicht, dass wenn wir in den gehen, der braucht 2 Monster mit derselben Stufe und dann kann man halt ein Monster aus dem Grave und aus der Hand Special und dann direkt daraus eine Xyz-Beschwörung machen. Und das Tolle an Austauschfrosch ist, den kann man halt zurück wieder auf die Hand geben durch seinen Effekt für die zusätzlichen Normal Summon eines Frogs für den gesamten Spielzug. Und dann hat man einen in der Hand und den anderen hat man ja gemillt mit dem, den man genormelt oder gespecialt hat. Und dann kann man halt mit ihm die beiden Frogs einfach specialen und dann direkt zu Totally Awesome overlayen, was sehr schön sein kann. Dann eine Last. So letzte Rille-Entscheidung, Phoenix reinzutun, wird man jetzt sagen, oh, ist eine Karte, die ist jetzt so, ja, ist okay, muss man jetzt nicht spielen. Hat mir den Arsch gerettet gegen ein Matchup, wo mir ein Anti-Spell umgedreht worden ist und ich erstmal durch die ganze Interruptions gespielt habe, was Handtraps angeht, um danach auf dem Phoenix zu enden, das Ding zu entsorgen und von da aus halt dann langsam das Spiel wieder Oberhand zu gewinnen. Die Karte hat dann wirklich literally ein Game gewonnen und die Karte war sehr gut. Wie gesagt, gegen Floodgates kann das extrem gut sein. Und Enter Spell ist halt eine sehr gute Karte gegen das Deck.
wenn man nicht gerade das Auto in der Hand hat. Dann ein Unicorn, falls man mit Mascarena im Gegner Spielzug was machen möchte. Und ich habe halt zwei Mascarena-Targets für noch higher Levels genommen, halt Unterweltgöttin, damit man halt richtig schön das Feld wegräumen kann. Und den Avramax, der halt schwer zu outen ist. Da hatten jetzt beide nicht so viel Action, wurden auch meistens von mir gebanished. Die könnte man halt zum Beispiel sagen, okay, ich würde einen zweiten Sprint spielen. Wie gesagt, ich habe keinen zweiten Sprint, deswegen konnte ich keinen zweiten Sprint spielen. Oder für was anderes austauschen. Vielleicht, dass man einfach sagt, man spielt nur Unicorn als Target, als Interruption für IP-Mascarena. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. Das sind die Links. Dann kommen wir zu Nexis. Da haben wir einen Djinn-Brecher. War im Testing sehr oft aufgekommen in den Kombos. War jetzt beim Spielen jetzt nicht so viel, weil im Testing ist es halt so, du wirst halt nicht so viel interrupted. Heute wurde ja so viel interrupted. Ich habe ja mindestens zwei Handflaps per Turn abgegriffen von den Gegnern. Dass du halt gar nicht so weit kommst, dass du den Djinn-Brecher überhaupt rausholen kannst. Und theoretisch halt eine coole Karte. Praktisch war der, glaube ich, weiß nicht, einmal oder so habe ich ihn vielleicht beschworen. Dann Ninja Schattenmoskito, eine Karte, die Gegner immer wieder öfters lesen mussten. Das ist quasi der uns Zeus ermöglicht zu machen, aber theoretisch auch mit seinen Effekten useful sein kann, wenn man halt bestimmte Key-Monster irgendwie negaten möchte. Eine Karte gewesen, die halt quasi jetzt so ein bisschen die Sky Cavalry ein bisschen ersetzt hat. Hat mir sehr gut geholfen. Die Karte hat mir extrem viele Zeuses gebaut. deswegen fand die Karte sehr schön. Dann zwei Riesensprite. Man kann auch drei spielen, wenn man will. Dann muss man halt. Ich weiß nicht, ob man zu den dritten halt wirklich kommt. Zwei haben mir vollkommen ausgereicht. War eine sehr gute Ratio. Und ich hatte halt vorher drei gechosen gehabt. Aber dann war halt eingekattet für den Albtraumritter Phoenix. Und das war eine sehr gute Choice. Riesensprite wird halt immer noch sehr viel aufgehalten. Viele Leute wissen halt, wie man den aufhält. Fiki-Karte. Dann eine Karte, die mir sehr gut gefallen hat. Unibimaru Seelenfeger. Halt Monster entfernen. Vielleicht darüber Zeus zu machen. Oder halt einfach allgemein Monster wegzudingsen, um halt für ein OTK zu gehen. Oder allgemein problematisches Monster loszuwerden. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man mit ihm machen kann. Dann der Toad, den man machen kann, natürlich mit Ahashima. Und dann eine betäubende Magierin und einen Zeus. Und das ist halt die Karte, die ich fast schon in diesem Deck eigentlich auf zwei sehen möchte. Weil ich musste meistens irgendwie halt durch, also wenn es vor allem wenig Going Second gehen musste, was halt, ich glaube, ich habe einen Würfelwurf gewonnen, ich musste dreimal Going Second gehen. Die erste geht halt meistens Turn 1 drauf, weil nichts resolved kommt, weder Gigantic noch Starter, weswegen halt man immer die Option hat, einen Zeus zu machen, aber der ist halt schnell ausgenuckelt und man wünscht sich meistens einfach noch einen zweiten, den man irgendwie extra Deck spielen würde, weil es ist so einfach, noch einen zweiten zu machen. Also, wenn ich hier die Choice hätte, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen runtercutten an den Targets für IP Mascarena und sagen, einfach noch einen zweiten Zeus, einen zweiten Sprint, wenn ich noch einen zweiten Sprint hätte, um halt so ein bisschen mehr Wumms zu haben, weil, also der Zeus hat heute richtig viel Arbeit gehabt. So, dann kommen wir zum Side-Deck. Da habe ich einen Streuschuss für Time. Hat mir sogar einmal ganz gut geholfen, nochmal ein bisschen den Vorsprung auszubauen, falls der Gegner halt noch eine bestimmte Burn-Karte aktiviert hätte. Wäre ich dann mit auf jeden Fall safe. Dann Shifter, die sehr gut sein kann, ist, die kann man halt in dem Deck auch spielen. Leider zu spät gesehen meistens. Ich habe sie halt nicht First Turn nie gesehen, deswegen war das halt leider schade. Ansonsten wäre die Karte halt extrem strong. Und dann ein Kauz und eine Aschenblüte, Freudiger Frühling. Ich habe den dritten im Büro sein gelassen. Ich habe einfach das als weitere Handjobs genommen, je nachdem, welches Matchup man danach hat. Dann zweimal Stoß der drei Taktiken für Going First oder Going Second, je nachdem. Gegen bestimmte Decks und gegen vor allem Monster Effect Heavy Decks. Dann ein Dark Ruler passend dazu, dass man den suchen kann. Dann ein bisschen Removal, das ist Cosmos Zyklon, Harpyon Federwisch, Blitzsturm. Die Stoß kann natürlich auch die beiden suchen und dazu noch drei Evenly. Die kann man zusammen mit der Stoß, damit man halt sehr viele Evenly Options hat, damit man reinkommt. Evenly hat auch sehr viel Arbeit heute getan, aber hat nicht immer ganz gereicht. So, dann kommen wir zu den Matchups. Erste Runde ging es gegen Sword Soul. Das war, glaube ich, das einzige Game, wo ich den Würfelwurf gewonnen habe. Game Nummer 1 habe ich angefangen, habe, glaube ich, eine Veiler und eine Permanence kassiert, weswegen ich nicht viel machen konnte. Dann war er dran, dann wollte er eine Menge machen und ich glaube, beziehungsweise nein, ich glaube, ich hatte Smashers und Cross, glaube ich, eröffnet, womit ich halt gute Interruptions hatte. Und das Game ging ein bisschen länger, ging ein bisschen hin und her, aber das konnte ich dann am Ende gewinnen. In Match Nummer 2 dann, oder in Game Nummer 2, da ging es hin und her, das war halt auch das Game, wo er Turn 1 angefangen hat. Ich habe ihn halt ein bisschen Stuff aufgehalten und er hat halt, ich glaube, 3 Set oder so gehabt. Und dabei war halt die, also da waren 2 Impermanences gewesen und eine Anti-Spell Fragrance, die er sofort umgedreht hatte. Und ich hatte genug gehabt, um so zu spielen, dass ich halt seine 2 Impermanences baiten konnte
Und dann nachher zwei Monster wegzulinken, um für Phoenix zu gehen, dann seinen Kram da zu entfernen und von da aus dann meine törichte Begräbnis, die ich in der Hand hatte, zu aktivieren, zwei Flinke rauszuholen und dann für einen Zeus zu gehen, das Feld zu entfernen und von da aus das Feld zu kontrollieren. War danach immer noch ein ganz schöner Grind, wo dann halt ein leer genuckelter Zeus am Ende war, weil es die ganze Zeit ich immer nichts gezogen habe und er immer noch so immer wieder noch irgendwas zum Zurückkommen hatte, aber irgendwann hatte ich das dann geklärt und konnte es dann aufhalten und. Ja, dann nächstes Matchup ging es gegen Bezwingerseele. Oh, da habe ich auch tatsächlich den Würfelwurf gewonnen. Game 1 habe ich einen super Start gehabt. Das Problem war halt, ich musste literally jede Karte von dem lesen erstmal, weil ich hatte absolut keine Idee, wie das Deck funktioniert. Weil wir hatten ja das Opening, glaube ich, am Sonntag gedreht zu dem Set. Und am Montag habe ich halt das gespielt und ich hatte halt nur so kurz mal drüber geflogen, wie die Karten funktionieren und ich musste halt ordentlich viel lesen. Hat dann am Ende gereicht, aber es war halt super kompliziert. Es war super schwierig zu wissen, okay, was kann da noch kommen? Was können die alles? Was hat er in der Hand? War sehr interessant und sehr schwierig, darum rumzuspielen. Aber mit der Zeit habe ich das dann gecheckt, okay, die brauchen ein bisschen Field Presence. Die sind so ein bisschen wirklich auch von dem Summon abhängig, wenn sie nicht gerade irgendwas im Grave haben und die Quick Play haben. Und selbst wenn die Quick Play haben, wenn du Call by the Grave hast, kannst du ihnen das Target wegbanishen und so. Da war halt, ja, einiges möglich, was man hat machen können. Und in der Runde hat das halt ganz gut geklappt. In der zweiten Runde hat er dann, glaube ich, angefangen, hat jetzt also auch nicht so einen amazing Turn gemacht, weil ich, glaube ich, irgendwie ein Key-Teil gefehlt hatte. Und dann war ich dran, dann konnte ich sein Feld zum Wissen auseinandernehmen. Dann wurde es aber wieder schwierig, weil er dann halt diesen großen 3000er rausgeholt hat. Ich hatte Zeus draußen und er wusste nicht ganz genau, wie er drumherum spielen soll. Und für mich war auch so schwierig. Ja, gut, sein Typ ist aber auch irgendwie unaffected bei aktivierten Karteneffekten. Wie kriege ich den weg? Und das war ein ganz schönes Hin und Her. Und irgendwann hat er mich, glaube ich, gebaitet mit irgendwas, was buggt, glaube ich. Und ich so, okay, will ich jetzt den Zeus anketten? Weil dann kann er wahrscheinlich auch den einen anketten, der dann bleibt. So, das macht gar nicht keinen Sinn. Ich lass mich einfach booken mit zwei Materials. Er hat mich da gebuckt, so, damn, das war eigentlich ein Bait. Er konnte dann halt ihn nicht umbrennen, das heißt, da blieb halt immer noch der Zeus. Und es ging da so ein bisschen hin und her, aber dann konnte ich das Game gewinnen. Dann, nächstes Matchup, ging es gegen Runic Sprite. Ne, da habe ich auch den Würfel gewonnen. Moment, das heißt, ich habe nur einen Würfel gewonnen, das war letztens. Okay, gut, dann habe ich nur Mist erzählt vorher. Ich habe angefangen, habe ein gutes Feld gemacht. Er hatte aber genau die richtigen aus. Er hatte genau die guten Karten der Runic Engine, konnte dann langsam mein Feld auseinandernehmen, irgendwann halt die Field Spell ausspielen und es war halt sehr schwierig für mich. Ich konnte so ein bisschen hin und her spielen, aber da war nicht viel zu holen. Game Nummer 2 war absolut annoying. Ich habe ihn anfangen lassen, weil ich habe dann halt ein Evenies reingeboardet, Cyclone und so, sodass ich sein Feld auseinandernehmen kann. Und er hat mit Stuff angefangen. Ich glaube, mit Hugin hat er angefangen, die habe ich ihm, glaube ich, impermanenced. Dann hat er sowieso schon Hard-Draw, die Feedspill. Also, natürlich hat er die Hard-Draw. Und dann kam ganz zum Schluss auf einmal Zeitreißender Morganit, wo ich mir dachte, Alter, Digga, zwei Draws per Turn. Und das Game ging dann irgendwie in eine halbe Stunde. Und er hat die ganze Zeit zwei Karten gezogen, aber er ka hatte nie eine Battle Phase. Und es ging die ganze Zeit hin und her. Und mein Deck wurde immer kleiner. Und ich hatte irgendwann eine Evenly nochmal resolved. Irgendwann habe ich, glaube ich, einen Zeus gegeben, weil er hat auch kein Out gehabt. Er wollte irgendwie einen Smashes mal aktivieren, obwohl das gar nicht ging, weil er keinen Sprite hatte, den er, oder beziehungsweise gar keinen Level 2 Monster, das er auf dem Field hatte, was er banishen hätte können. Das war ein richtiger Grind und ich habe sogar fast geschafft auszugrinden. Ich hätte einfach nur irgendwann den Cyclone ziehen müssen, weil ich hatte ein Smashers resolved, um halt seine eine Feedspell wegzukriegen. Hätte ich den zweite weggekriegt, hätte er langsam echt Probleme gehabt, weil dann hätte er halt viel investieren müssen. Aber dieser Grind gegen den Draw 2 per Turn und zwei Normal Summons, Alter. Und das war literally nur eine Zeitreise der Morganite, die er gewordet hat und der hat einfach Turn 1 einfach resolved und ich so, Alter. Oh, das war so hart. Oh, ich bin am Ende am Deckout dann verloren. Das Spiel war halt so ein Grind. Deswegen will ich eigentlich drei Cyclades zur Zeit haben, weil ich mag dieses Matchup nicht. Und ich finde es schon mal schön, dass sie nur zweimal die Field Spell haben, dass wenn man die halt zweimal wegbanishen, ist Ruhe, was es angeht. Aber es ist trotzdem ein sehr schwieriges Matchup, weil die halt noch über die Sprite Engine noch viel machen können. Und weil die ja auch davon nicht wirklich geblockt wird. Aber ja, puh, war das halt ein Game. Dann ging es letztes Matchup gegen Mathemech. Game 1 hat er mir die Mathemech-Kombo hingelegt und ich glaube, ich hatte nur sowas wie eine Permanence. Es war egal, weil er schon Diameter eröffnet hatte, die One-Off. Oder Kreis, besser, Circular, sorry. Und da war halt, ja, es war so, okay, da kann ich jetzt auch nicht so viel machen und ich muss ja gucken, wann er halt seinen Effekt benutzt zum Senden. Das Coole war, es war am Ende egal.
Ich habe sein komplettes Feld auseinandergenommen. Das ist wie damals, als ich auf der YCS Utrecht mit, war das YCS? Ich weiß gar nicht, auf irgendeinem, ich glaube, das war YCS Utrecht, an der Public Events, wo ich mit Wanderbrise auch mal durchgespielt habe, durch den Discard und Schuss und alles. Habe ich diesmal auch gemacht und bin am Ende trotzdem noch auf den Zeus mit zwei Meteorites geendet. Habe das da durchgespielt, obwohl er mir alles Mögliche genommen hat. Das Problem war halt, nachher war der Grind einfach zu schwierig, weil das halt seine Combo halt literally eine One-Card-Combo gefühlt jetzt war am Anfang. Und er hat noch so viele Ressourcen hatte, er konnte mich andauernd baiten, er musste halt. Ich muss halt andauernd den Zeus benutzen oder er muss halt den Zeus benutzen. Danach hatte ich halt keine Ressourcen mehr und habe dann das Game halt da verloren, weil literally ich halt durch das Feld spielen musste und nichts hatte. Und ich so, okay, gut, Game 2. Machen wir das so. Ich boarde Shifter rein und wenn ich Shiftern kann, dann hat er verloren, weil ohne Grave kann er da überhaupt seine Combo gar nicht machen. So, haben wir geboardet, nichts davon gesehen. Wir hatten, glaube ich, doppelt Nibiru, die halt ich auch doppelt gedroppt hatte nachher. Das war literally annoying. Ich musste ihn halt mehrere Plays aufhalten, damit er erstens einmal das Setup nicht kriegt für seine Standard-Combo, dann das Setup nicht kriegt, mir dass er ein Heat-Soul auf dem Feld hat, damit er die ganze Zeit Karten drawt. Und dann musste ich eben nochmal aufhalten, dass er einen Access Code Talker macht. Und für das Dritte, das ging nicht mehr. Da hatte ich schon zwei Nibirus durch. Ich hatte alle Ressourcen durch. Da war einfach nichts zu holen. Ich hatte halt Shifter als sechste Karte dann nachgezogen gehabt, als ich meinen zweiten Turn dann hatte. Und das war so, yay! Wäre das umgekehrt gewesen, wäre es einfach gewesen. So hatte ich halt einfach keine Chance, weil er einfach immer wieder Ressourcen hatte und mich versuchen konnte, entweder zu kontrollieren oder zu OTK'en. Und ich habe halt andauernd Handtraps von denen abgekriegt, womit ich halt auch meine Plays nicht mehr richtig extenden konnte. Und deswegen ja, sind wir da auch nachher halt auch dann 0-2 rausgegangen, sind am Ende 2-2 gegangen und sind am Ende Siebter von 11 geworden. Ja, war jetzt, glaube ich, ganz okay. Ja, das Matchup gegen Runic Sprite, das war absolut hardcore und ja, gegen Mathmech hat einfach ein bisschen das Glück gefehlt. Da habe ich auch gemerkt, meine Krankheit so ein bisschen in der letzten Runde, im letzten Spiel. Ich glaube, da hätte man so ein bisschen effektiver spielen können, weil ich auf ein offenes Feld gespielt habe. Ich so, ich weiß nicht ganz genau, was hat er da in der Hand und so. Und ich hätte vielleicht um die Handshots ein bisschen besser spielen können, aber ob das nachher gut ausgegangen wäre, ich glaube nicht, weil er einfach too much hatte. Also das war so schwierig. Und ja, am Ende halt 2-2. Nur ein Teilnahmepack. Ich habe jetzt keine Ultis da ziehen gesehen. Vielleicht ziehen wir aus dem Teilnahmepack eine Ulti. Das wäre doch mal was. Und ja, gucken wir mal. Wir haben Netzwerk-Fallgrube, Gischki-Wasserspiegel und Schreckenslauer-Kastierer. Nope. Schade, schade, schade. Naja, nicht so schlimm. Nächste Woche dann endlich mal ein neues Deck, was wir ausprobieren werden. Ich habe sowieso noch einige. Ich will noch Sachen aus Cyberstorm Access spielen, aber wir haben so viele Locals, die wir momentan machen, wegen DM und EM, wo ich jetzt ein bisschen struggle, so das alles zusammenzukriegen. Aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen hinkriegen, sodass wir dann halt zum Wochenende, wo dann die DM ist, kriegt ihr ja nochmal ein neues Deck, was wir hier ausprobieren. Und danach halt auch nochmal eins, was wir hier, glaube ich, auch so noch nie gespielt haben. Kommt noch eine Menge. Jetzt erstmal wieder so ein bisschen Back to the Roots, bisschen Nimbles. Unser Deck, das wir seit 10 Jahren jetzt nun spielen und welches mir halt immer noch genauso viel Spaß macht, seitdem ich es zum ersten Mal gebaut habe. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Deck gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.